Wir haben endlich unseren Regalia zurück. Und während wir hier munter fröhlich durchs Gestrüpp schwingen, begrüße ich euch zu einer weiteren Folge von Hormone Fantasy 15. Ach ja, und wir haben den Regalia nicht nur zurück, wir haben ihn auch aufgepimpt. Na endlich, guckt euch das mal an. Ach ja, ein Prachtgefährt. Das noch den ein oder anderen Verbesserungspunkt vielleicht hätte. Man könnte hier hinten so einen riesengroßen Kaktor drauf basteln, aber wie gesagt, das geht ja leider nicht. Was aber geht, ist eine Mission für die gute Shinee hier zu machen. Und wir sollten für ihn ja noch Sachen sammeln, ne? Guck mal, der macht ja, der sitzt die ganze Zeit nur. Ja, ja, ich rede noch mal kurz mit ihm. Ja, ja. Der will ja so viel haben, ne? Das haben wir ja letztes Mal schon, also als Meistermechaniker, wie er einer ist, kann Sid-Maschinen so modifizieren, dass sie ihr volles Potenzial entfalten. Wenn Noctis ihm eine Kaktornadel besorgt, will Sid ihm die Autoarmbrust verbessern. So, jetzt kriegen wir tatsächlich hier ganz viele. Ich mach das einfach mal weiter. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen, ne? Nee, komm her, zack. Dynamo sollen wir ihm besorgen, dann kriegen wir einen Bioblaster. Ja! Ich glaube, er merkt nicht, dass er sich wiederholt, kann das sein? Himmelssphäre besorgen und dann macht er eine Wirbelsäge, die verbessert er dann. So, Motorklinge mit Hilfe des verrosteten Metallstück modifizieren lassen. Wie gesagt, jetzt haben wir alle Missionen angenommen, jetzt können wir sie auch erfüllen. Was macht denn Ignis da? Nein, halt, ich wollte es. Ich wollte es gerade machen, hallo? Ja, ist okay. Sorry, ich habe ich habe leider nur die falsche Taste gedrückt. Ja. So, da kriegen wir nämlich auch Erfahrungspunkte. Und was geht jetzt ab? Jawohl. So, Glasfähre, dann macht der Motorklinge 2. Achso, wir haben nichts mehr, was man ihm sonst geben kann. Gut, ich dachte ja nur. Okay, dann ist der nächste Schritt, dass wir mal bei Aufgaben gucken. Jetzt haben wir natürlich eine Reihe, ne? Gucken wir das mal an, dann müssen wir natürlich hier. Das ist die Frage, wo wir das alles herkriegen. Glasfähre und das. Kriegen wir da Informationen? Nee, ne? Okay, aber das ist ja kein Problem, da können wir immer mal gucken, wenn wir was haben. Hier, Glanz auf Rädern. Machen wir das mal kurz. Und wir haben ja noch so die ein oder andere Mission, die wir auch noch machen müssen. Außer natürlich die Forschung der Baluvmin. Ich glaube, das lasse ich erstmal noch ein bisschen zurück. Dino möchte auch noch, dass wir ihm helfen. Spritztour mit Folgen. Da müssen wir den Typen noch hier ein Reparaturset geben. Aber jetzt erstmal Glanz auf Rädern. Sidney hat eine spezielle Lackversiegelung für den Regalia bestellt. Aber die ist während des Transports verschütt gegangen. Noctis und seine Freunde haben versprochen, sich auf die Suche zu begeben. Und wo? Da hinten. Ach so, gut. Gibt es noch eine Jagdmission, die ich hier vielleicht auch annehmen kann? Womöglich? Vielleicht? Auch, oder? Warum rennt der Junge da zum... Ich dachte, der läuft schon wieder zum Wohnwagen. So, mein Wohnwagen, den habe ich angemietet. So, was gibt's denn hier noch? Ich mache jetzt mal ein paar Missionen, so neben Subquests, ja? Ja, darfst du. Wobei, kommt drauf an, was er will, ne? Es geht um Boden. Okay, nicht die Bohne, das angreifende Rudel vernichten. Na, ich weiß ja nicht. Ich glaube, ich habe Wichtigeres zu tun, aber... Okay. Noch einmal kurz bei Aufgaben. Ich gucke ihn. Wo ist denn nicht die Bohne? Ist das in der Nähe irgendwo? Boah, hallo. Hallo. Kranker Typ. Schickt er uns da hinten hin. Aber egal. Mann, es gibt echt viele Missionen, ne? Ich mache jetzt erstmal Glanz auf die Räder, dann mache ich nicht die Bohne. Ja, wir sind ein bisschen wählerisch vielleicht, aber... Was soll's, komm. Rein in den Regalia und dann fahren wir mal manuell in Richtung des Einsatzziels, das nicht so weit entfernt sein sollte eigentlich, ne? Was ist dort vorne? Da hinten sehen wir schon, 2 Kilometer. Na gut, jetzt dank unseres Regalias können wir die ja ganz schön runterbrechen.
Das geht ja ruckzuck. Und wir haben ja auch Musik. Wir können ja Musik anmachen. Und begleitet von diesem wunderschönen, entspannenden Melodieklang, der da durch unsere Gehörgänge rasselt, fahren wir nun durch die Steppe. Dem Ort, wo wir das Spiel eigentlich das ganze Abenteuer begonnen haben letztendlich, ne? Hier haben wir unsere ersten Schritte wirklich getätigt. Das waren Zeiten, ne? War fantastisch. Das war so schön. Wo wir gegen diese kleinen Viecher da gekämpft haben, diese Wildhunde oder was das war. Ha! Meine Güte, da werde ich noch wenn ich denen das erzähle hier, die geben mir einen Backpfeife höchstens. So, jedenfalls, dorthin müssen wir hin. Warte mal, ist das hier? Ach nee, da gut. Die Straße lang. Ich glaube, das können wir später mal ein bisschen mehr beschleunigen, indem wir Schnellreisen machen. Ich denke, die Option sollte man eh noch ein bisschen öfter strapazieren. Weil wenn man das alles manuell hier abfährt, da spiele ich ja letztendlich dann 500 Stunden. So. Ich nehme mal lieber die andere Spur. Das Privileg darf ich mir rausnehmen. Ich bin der Prinz, ja. Angehender König, da darf ich das. So. Boah, die Musik geht mir so auf den Keks. Jawohl! Das ist besser. Kann ich lauter machen? Nee, ne? Warum eigentlich nicht? Naja, ist ja auch egal. Komm. Ich bin irgendwie nicht so sehr beeindruckt von der Musik. Geh nicht wirklich mit. Aber egal. Wir wollen jetzt ankommen. Hallo. Ich glaube, die Musik ist nicht das Richtige. Prelude. Mal gucken. Hier, da. Ich muss hier abbiegen. Ich glaube, ich kann jetzt aufsteigen sogar, ne? Ja. Jawohl. Ein wenig laufen kann nicht schaden. Ein bisschen was für die körperliche Fitness machen. Deshalb eilen wir dort hinten hin. Was quietschen hier so? Garulas. Mit ihren Kelpen. Nein, das tue ich nicht. Die tun mir echt leid, die Teile. Ich will die nicht töten. Nicht mehr! In der letzten Folge, das war so grauenvoll, ja. Wenn ihr es nicht gesehen haben solltet, guckt es euch nicht an. Ich habe da eine harmlose Garula-Gruppe einfach wirklich hinterhältig abgeschlachtet. Das war furchtbar widerlich. Es war ein unsagbar erschütternder Anblick. Peter und so, da habe ich Briefe gekriegt, das war wirklich, wo ich von vielen Seiten angefeindet. So, jetzt jedenfalls Lackversiegelung finden. Wie soll ich die finden? In der Hütte vielleicht? Da, ne? Da, Glasfaserversiegelung, ich hab's. Wo denn? Ah, da. So, kommt mal runter, Jungs. Apropos runterkommen, ich muss immer runterkommen auf meine Waffen. Meine Waffe. Habe ich in die Motorklinge eine gute? Ist die besser als alles andere? Die ist eigentlich ziemlich scheiße, ne? Die ist ziemlich am Mist. Ich zwar eher mehr MP, aber nee, komm. So, kommt da mal was raus. Jawohl! Assassinen, nein! Jungs, abhauen, da sind Assassinen dabei. Ah! Viel zu gefährlich. Oder? Nee, zu gefährlich. Das traue ich mich noch nicht. Da bin ich ja sofort im Eimer, wenn ich da einmal falsch Schuss steche und die nicht erwische. Dann schlägt er mich da windelweich.
mit seiner Elektroknute oder was, ja, was auch immer die für Waffen haben. Ich glaube, die haben sogar Schießgewehre, ist ja noch schlimmer. Nee, das mach ich nicht. So, dich töte ich aber. Ha! Na gut. Dann erledigen wir die mal. Das ging fix. Und wir sollten übrigens auch noch mal ein paar Jagdmissionen machen. Um dergestalt dann natürlich ein wenig geldtechnisch aufzustocken. Angeln können wir auch noch mal wieder. Aber wir können so vieles machen. Aber ja, man braucht halt auch Zeit für alles, ne? Für alles braucht man letztendlich auch Zeit. So. Und da sehen wir unser schönes Gefährt. Sehr hübsch, aus der Ferne sogar gut anzugucken. Ja, doch, da haben wir die gute Wahl getroffen. Da diesen Lack rauf zu sprühen. So. Jungs rauf und automatisch fahren wir jetzt. Das wird zu doof. Da. Da will ich hin. Hammerhead. Ja. Ich überspringe das jetzt einfach mal so. Komm, das ist ja... Wenn wir das wirklich alles so abfahren, ich weiß ja nicht. Da hat ja niemand, glaube ich, Spaß dran. Deshalb, das sparen wir uns erstmal und reisen deshalb erstmal so jetzt durch den Ladescreen. Ist natürlich jetzt bildlich nicht so imposant. Das mag ich eingestehen, also ich weiß es nicht. Da kriegen wir zwar ein paar Tipps immer an der Hand, aber ob wir das jetzt brauchen, dass wir Erfahrungspunkte dadurch kriegen, dass wir Gegner besiegen und Aufgaben erfüllen. Das hätten sie uns am Anfang, hätten sie uns den Tipp vielleicht geben sollen. Aber nicht mal da, wenn ihr ihn gebraucht. Das ja auch eigentlich selbsterklärend ist. Na gut, Spiel will das halt so. Und ja, dafür laden wir halt. Wir laden nochmal richtig. Ach, ist das schön. Ist das schön, diese Ladezeit. Ah, ich weiß auch nicht, warum ich mich immer so begeistere für Ladezeiten in Spielen. Weil ich da vielleicht nichts machen muss, weil ich da einfach nur gucken kann. Jedenfalls, wir haben es nicht geschafft. Das Spiel hat fiese Ladezeiten. Die sind so lang, ja. Ich weiß nicht, ich weiß ja nicht, was soll ich denn dann erzählen? Großartig. Ich kann natürlich einen Schwall hier, einen Schwang aus meiner Kindheit erzählen, aber es interessiert ja kein Schwein. Das so. Gott sei Dank. Da wurde es weggeladen. Was wir jetzt machen, wir geben jetzt mal unsere Mission ab. Und danach geht weiter. So, es wird dunkel. Ha! So, Lady, komm mal her. Aber freilich doch. Naja, ich weiß nicht. Ich bin jetzt nicht so der Auto-Freak, muss ich eingestehen. Ich bin da eher praktisch eingestellt. Hauptsache, Teil fährt gut und, ne? Ja klar, so ein bisschen ästhetischer Sinn wird natürlich auch vertreten. Jetzt sieht er gut aus. Vorher war er hässlich wie die Nacht. Aber egal. Das lassen wir erstmal außen vor. Jetzt gehe ich nochmal zu diesem Herren. Und frage ihn einfach mal, ob er was zu töten hat. Oh, und da hat er was zu töten. Ich hoffe natürlich, das ist denn was... Was wir auch töten können. Wir fangen mal an hier, ne? Wilde Schönheiten. Ja. Die will ich töten. Gut, das Ding machen wir jetzt fertig. Beziehungsweise die Dinger sind ja mehrere. Nein, das schaffen wir schon. So. Ein Kilometer. Warum müssen die Sachen immer so weit weg sein? Da. Meine Fresse. Okay, gut, komm. Wo bist du? Oh, hallo. Na, mein lieber Douglas Dave, bring mich mal hinten hin. So, Moment. So, hoch. Weiter geht's. So, dann galoppieren wir uns mal dort hinten hin. Um dort die Laban-Anax zu töten.
Das klingt nach Wesen, die man eigentlich nicht töten sollte, oder? Vor allem auf dem Bild sahen die eigentlich auch ziemlich harmlos aus. Und wir sind natürlich von der... Ja, die schicken uns die Assassinen auf den Hals. Da will ich mich jetzt nicht drum kümmern müssen. Aber ich wollte gerade sagen, es sieht aus, als würde es jetzt langsam tatsächlich sehr dunkel werden. Das heißt, wir werden wahrscheinlich gleich noch Probleme kriegen. Wo denn? Wo denn? Suchen und retten. Wo denn? Ich, es ist dunkel, ich sehe ja nicht mal was. Da oben? Nee. Erstmal will ich meine Mission erfüllen. Bevor ich irgendwas anderes mache. Und dann auf dem Rückweg können wir nochmal gucken, ob wir da jemanden unsere Hilfe anbieten können. Wenn er nicht dann schon tot ist. Es kann natürlich auch sein, dass er dann schon ermordet wurde. Aber dann ist das höhere Gewalt. Da kann ich dann auch nichts dran ändern. Dann ist das das Schicksal. Und das Schicksal vermag niemand umzubiegen. Das stimmt schon. Das ist sehr auffällig, dass er immer dort ist, wo wir sind. So. Ich glaube, ich begrüße sie einfach mal mit einem Zauber, ja? Dafür haben wir es. Haben wir letztendlich die Zauber. Machen wir mal kurz Masamune. Legen wir mal auf den Platz hier. Und was, wir haben ja so viel Gammelzauber, so Feuer, ne? Komm, ein Feuer. Ich glaube, ein Feuer mache ich drauf. Ja, ja, wartet kurz, ich will gleich mal Feuer machen. Da! Daneben geschossen, gut. Ich dachte, das ist eine größere Reichweite. Okay. Ich dachte, die Feuerrange ist ein bisschen größer, dachte ich schon. Vor allem, weil es ja so ein Superfeuer war. EP-Eis. Frierchen einkommen. Wo kein Feuer ist, da halt Eis. Aber ich muss es mal aufladen, ne? Okay. Dann kämpfe ich erstmal kurz. Ui. Killen wir mal den armen Anak hier. Gladiolus. Brech mal deinen Damm kaputt hier. Jawohl. So, mal gucken. Ah. Jungs, kommt mal weg. Sonst muss ich euch leider gleichzeitig mitgefrieren. Okay, das war nicht effektiv, aber egal. Dann frieren die Jungs mal wenigstens ein bisschen. Dann bewegt euch, dann wird euch warm. Was ich mal kurz testen wollte, Moment. Wenn ich die Königswaffe nehme, kann ich dann meinen Limit Break machen eigentlich? Wollte ich eigentlich gewusst haben. Schwert des Wandern mal nehmen oder? Ich versuch's mal mit dem Schwert des Mystikers. Geht das dann? Ich habe ja die Königswaffen auch, um sie mal zu benutzen, ne? Ha! Na gut, die ziehen mir ganz schön was ab auch. Okay, das ist mir zu gefährlich. Muss mir nochmal ein paar neue Heilungstränke und sowas zulegen. Okay. Dann bleibe ich bei Masamune. Ich rüste mir das Teil nochmal kurz aus. Sorry, dass es hier immer ein Hin und Her ist. Wo ist er denn? Da haben wir ihn. Jawohl. Das Problem bei den Teilen ist eigentlich nur, dass sie viel Energie haben. Sonst ist es kein Problem. Sonst können wir es mit denen aufnehmen.
Ein Heiltrank. Ignis geht nicht. Ignis will anscheinend nicht geheilt werden. Komm, einen müssen wir noch mal erledigen. Verdammter Mist. Komm. Steh mal auf, Noctis. So. Los geht's. Jawohl. Und jetzt wird der Anak auch noch klein gekloppt. Los, Jungs! Wir können doch nicht so lange an so einem giraffenartigen Wesen hier rumprügeln. War echt eine schwere Geburt. Und dabei haben die nicht mal einen hohen Level, die Teile. Muss ich mich mal ein bisschen mehr auf meine Freunde konzentrieren hier. Okay. Kommt jetzt noch ein Iron Giant dazu, oder was? Was ist los? Warum fliegen hier überall so Zapfen rum? So Lichtkugeln? Was ist hier los? Was ist hier los? Oder wollen wir gleich... Oder konnte ich da gerade Ramu beschwören? Wahrscheinlich konnte ich gerade Ramu beschwören und hab's nicht gemacht. Egal. Aber ich will jetzt auch nicht extra den Donnergott hier hervorholen, wobei wir das auch so schnell hinkriegen. Bei der nächsten Mission vielleicht. Jawohl. Komm, holen wir uns. Schneiden wir ein richtig schön dickes Filetstück aus den Dingern raus. Da! Boah, wie oft haben wir schon raufgehauen? Da müsste der Kopf schon längst abgetrennt worden sein. Jetzt aber. So. Und jetzt finalisieren wir das und erreichen so ein Jagdziel. Wilde Schönheit, na gut, komm. Ja, hässlich sind sie nicht, ne? Och. Och. Schon ein bisschen traurig. Hier, ne? Nee, da will ich nicht. Was, warum schickt er mich immer eigentlich zur letzten Unterkunft? Da will ich nicht. Ich will zum... Kann mich auch jetzt eigentlich zum Regalia. Der ist ja schon dort, ne? Dann gehe ich einfach da so direkt zurück. Haha! Dann lasse ich mich jetzt einfach mal ganz spontan dorthin transferieren. Lade aber dafür nochmal. Ist ja selbstverständlich. Wir müssen ja öfters mal laden. Kriegen sogar was über das Game Over erklärt. Da bin ich sehr dankbar, denn das ist eine ganz neue Erkenntnis. Das Spiel endet nämlich, wenn Noctis LP Maximum 0 erreicht. Fantastisch. Wirklich wahrhaft fantastisch. Ja, das ist so ein Manko, was ich anzumerken habe. Die Ladezeiten sind ziemlich lang, aber wie gesagt, das ist wahrscheinlich, liegt wahrscheinlich an den großen Welten, die er hier mal aufbauen muss. Aber es ging ja. Oh, so. Dann schauen wir mal kurz. Hätten wir immer Ramu beschworen. Ich glaube, wäre besser gewesen, ne? Wäre schneller gemacht. Egal. Vielleicht bei der nächsten Jagdmission. So. Ja. Ah, fantastisch. Warum guckst du zur Seite, während ich mit dir rede? Schöne Beute? Das sind... Adam-Anax und drei kleine Anax. Schaffen wir das? Ja, ne? Das schaffen wir. Ja, klar. Aber vorher möchte ich noch mal ganz kurz auch in den Laden gehen, ja? Ich habe immer Angst, dass ich irgendwann keine Heilsachen mehr habe. So. Hallo. Ja, ja. Hier erstmal so ein paar Heiltränke. Huch, so viele nicht.
30 können wir uns leisten. So, noch 7 davon. Und 3 davon. Phönixfeder. Komm. Jetzt habe ich natürlich alles Geld wieder ausgegeben, aber das holen wir uns zurück wieder. Aber ich denke erst am nächsten Tag, dass wir da jagen sollten, weil in der Nacht ist es gleich zu gefährlich. Ich habe nämlich immer die Befürchtung, dass wenn wir in der Nacht kämpfen, dass sich dann da noch irgendwie Iron Giant und so mit reinmischen oder dann tatsächlich nachher noch ein Tonberry oder so ein Kack da mit reinwurstet. Das will ich nicht. Deshalb, um dieses Risiko zu mindern, beziehungsweise ganz aus der Welt zu schaffen, gehe ich jetzt lieber nochmal schlafen eine Runde. Ganz gemütlich. Das spielen alle noch an ihren Smartphones rum. Ein Abbild der Realität. Finde ich immer ganz toll. Und dann gucken wir mal hier. Schöne Bilder. Das ist gerade so der Moment, wo Ignis Noctis ins Gesicht, im Gesicht so rumgriffeln will, ja? Oder was will er machen? Ich weiß es nicht. Komm, das speichere ich. Warum ich das speichere? Keine Ahnung. Da leuchtet Noctis purpur. Das ist nicht wirklich ansprechend. Ja, das ist cool. Raus! Übrigens, das sind alles Eindrücke noch aus der letzten Folge. Da, gerade nachdem wir es geschafft haben, unser Auto umzulackieren, so unsere Erleichterung und unser Glücksgefühl hat uns da... Was? Ah ja. Voll der Schlafzimmerblick, sehe ich. Hm? Ich weiß nicht, wo er den Blick draus liest. Aus den Haaren? Ja, ja. Ja. Da qualmt's. Da qualmt's. Ja, das ist... Ich weiß nicht, ich bin nicht begeistert von den Bildern. Vielleicht bin ich auch gerade nicht in Stimmung für Fotos, aber... Da gab es schon bessere Aufnahmen. So, speichere die Deicher. Und jetzt gleich nochmal, ne? Jetzt wage ich mich an die Anax. Die sind da, wo sind sie da hinten? Cody! Ah, kann ich mich da nicht mal hin teleportieren, bitte? Nicht zur letzten Unterkunft, dahin. Okay. Ich glaube, wir müssen... Was ist das hier eigentlich? Imperiale Basis. Da waren wir. Ich muss mich eh nochmal so ein bisschen umgucken. Da wir noch nicht wirklich auch alles untersucht haben. Es gibt ja noch Königsgräber und sowas. In der freien Wildnis zu entdecken. Aber wie gesagt, wir haben ja keinen Stress, uns hetzt ja niemand durch das Spiel. Wäre noch schöner, wenn das der Fall ist. Ja, wenn wir hier noch gehetzt werden. Aber nein, es geht jetzt darum, dass wir möglichst uns noch ein bisschen aufpowern, ein paar Erfahrungspunkte sammeln, Geld vor allen Dingen, um dann auch gerüstet und ganz motiviert unsere Story-Mission weiter fortzuführen. Ja, und das machen wir schon noch. Was denn? Ich sehe doch gar nichts. Achso, von oben. Ach, komm, egal. Nee, was ich auf jeden Fall sagen wollte, ist, dass ich das so plane, dass ich da immer mal so ein bisschen Story mache. Dann kommen ein paar Subquests dazwischen und dann geht's weiter mit der Story. Und ja, ne, wir rennen also nicht, wir preschen nicht durch das Spiel. Wir machen das alles ganz gemächlich, ganz gemütlich. Und jetzt muss ich gucken, ich... Was? Was für Verletzungen? Ach so, von, als Ravus ihm da sein Schwert um die Ohren gehauen hat. Nee, der dürfte schon wieder fit sein, ist auch Gott sei Dank. Nein, ich wollte sagen, dass ich jetzt... Ich weiß nicht, habe ich das schon im Rahmen des dieses Let's Plays gesagt? Ich weiß es nicht, dann sage ich es... Wenn nicht, dann sage ich es jetzt nochmal. Und, falls ich es nochmal gesagt habe, dann sage ich es halt doppelt. Jedenfalls, ich, bin, Alter, Musik, hör mal auf, so laut zu sein. Ich bin ab... Ich lass mich mal so schön ablenken. Ich bin ab, nächster Woche für 3 Wochen im Urlaub. Da muss ich ein bisschen vorbereiten, ja, muss ich ein bisschen voraufnehmen, damit ich auch das ein oder andere Mal noch eine Folge raushauen kann. Mein Ziel ist es vielleicht sogar jeden Tag, beziehungsweise jeden zweiten Tag, im Notfall eine Folge rauszuhauen. Und bei 3 Wochen muss man da schon ein bisschen was vorbereiten. Und dafür nehme ich jetzt gerade auf. Und ja, wo sind denn die Teile? Keine Ahnung. Jedenfalls... Wollen wir jetzt die nächste Jagdmission angehen und ich habe ganz großes Bedenken dabei, denn wenn das jetzt nochmal 3 Anax mehr sind, dann könnte es schwierig werden. Vor allem, das sind diesmal Adom-Anax. Und wenn jeder von euch weiß, dass Adom-Anax
Das sind ganz kräftige Anax. Das sind die stärksten Anax, die die Anax-Welt jemals gesehen hat. Ach du meine Güte. Ich mach mal kurz hier ein bisschen Feuer fürs Schaschlik. So, Masamune muss nochmal ganz kurz wegstecken. Zack. Warum trifft die Scheiße nicht? Ich habe ihn direkt ausgewählt gehabt. Okay, ich glaube, ich lasse es mit dem Zaubern. Jetzt überlasse ich hier David Copperfield und sowas. Nein, ich bin Kämpfer. Ich glaube, ich muss hier mal... Das sind starke Anaxe. Die kleinen Anaxe mache ich erstmal tot. Die erledigen wir nämlich im Nu. Monstermune! Jawohl. Igidis ist schon wieder halb kaputt. Jawohl. Meine Güte, Ignis, was machst du da? Verdammt, jetzt habe ich zu schnell gedrückt. Ja, ich bin ja schon dabei. Ich muss erstmal blocken. Und parieren. Ja, ich weiß, ich helfe ihm ja schon. Keine Sorge. Der kriegt jetzt ein Elixier sogar von mir gespendet. Da. So nett bin ich. So, erstmal dieses kleine Anak töten. Denn das sind wirklich nur lästige Nervteile. Uah. So, niedergeworfen und getötet. Uah, blocken. So. Parieren. Das wird natürlich ein längerer Kampf, nehme ich mal an. Jawohl. Gladiolus, kümmere dich mal um die. So, das ist der letzte normale Anak und danach müssen wir uns um die stärkeren Wesen kümmern. Ich glaube, hier ist es in der Tat sinnvoll, eigentlich den Kopf anzugreifen. Aber ich hoffe ja dann immer noch auf die Hilfe von Ramu. Der wird mir vielleicht ja dann noch einmal seine Macht leihen. Los. Aber ist gut, wenn alle auf einen davon gehen, dann können wir schon was erreichen. Schwierig wird es natürlich, wenn jeder einen anderen angreift. Oh, ich drücke jetzt einfach zu schnell. So. Ja, jetzt sind wir natürlich ein bisschen, kommen wir in Zugzwang. Vor allem, weil sie mich jetzt auch noch umgeworfen haben. Ja. So, Gladiolus. So. Jetzt müssen wir erstmal einen hier niederwerfen. Los. Blocken. Ich hab doch Blocken gedrückt. Ah, verdammt. Ramu, wo bist du, wenn man dich braucht? Ich kämpfe gegen Adam Anax. Ja, dankeschön. Heiltrank wäre auch nicht schlecht. So, einen haben wir wenigstens gleich gekillt. Dann wird es ein bisschen entspannter hier. So. Als nächstes ist er dran. Ignis, du kannst dich auch nochmal heilen. Und Prompto auch. So, hilf mir mal hier. Ja,
So, weiter geht's. Wollen wir ein bisschen mit der Lanze hier noch vorgehen? So, jetzt aber. Ha! Guck mal, jetzt kriegen sie lange noch Angst, die Anax. Nicht fliehen! Das kann ich ja gar nicht ab. Prompt, hilf mir! Jawohl. Das ist ein langer Kampf, eindeutig. Aber unsere Ausdauer wird sich hier schon bewähren. Okay. Ja, jetzt muss aber ordentlich voranpreschen. Prompt braucht nochmal einen Heiltrank. Jetzt visieren wir mal den Kopf an hier. Naja, komm. Ganz schön flink das Teil. Jawohl. Dankeschön. Und jetzt beenden wir das hier mit dem Teil. Und der letzte folgt. Ah, verdammter Mist. Einmal ganz kurz regenerieren. Die Zeit können wir uns jetzt auch nehmen. So. Prompt. Genau das wollten wir. Ah! Ah, er schwingt aber jetzt rabiat seinen Kopf hier. Auf, dass du dir nicht den Nacken verspannst, du widerliches Wildtier. Aua. Das ist so ein kleiner Kick, so schmerzhaft sein kann, ne? Regenerier nicht mal kurz hier. So. Aua. So, Jungs, das müsst ihr leider nochmal übernehmen, kurz. La 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 la. Verdammter Mist. Es geht echt schnell. Die müssen mich einmal richtig erwischen und dann war es das schon, was? Und Ramu, der olle Sack, der denkt sich auch, ja, lass ihn ruhig sterben, den Prinz. Guck dir das mal an! Das tritt einmal auf mich auf und ich bin halt tot. Jetzt können wir es nicht mal zu Fall bringen, bitte? Knall's ab. Jawohl. Und weiter geht's. Jawohl! Anax-Sporn kriegen wir davon sogar. Die Mietzeit ist abgelaufen. Darkness Dave geht zum Schokofer. Oh, schade. Ja. Egal. Gerade richtig. So perfektes Timing. Was? Was labert ihr? Ich will zurück. Ich will zurück. Und das geht am besten, indem ich mich einfach mal zum Regalia wieder zurück transferieren lasse. Da muss ich mir auch nochmal bald neu die Chocobos anmieten. Aber vorerst sollte es reichen, wenn wir uns so nun zurücktransferieren lassen. Gut, und dann haben wir wenigstens auch noch diese Jagdmission gemacht. Das ist schon mal sehr gut. Aber die hat auch wirklich, die war, eigentlich war sie nicht wirklich schwer, aber
hat halt ein bisschen Ausdauer abverlangt von uns. Ein bisschen Zeit musste man da schon investieren. Ich denke auch, wir sind, was heißt wir? Ich bin nicht der Allerbeste jetzt, was auch die Statuswerte unserer Charaktere anbelangt. Da muss ich wahrscheinlich auch noch ein bisschen was tun, bessere Waffen und sowas besorgen, bessere Rüstung und insgesamt Accessoires, Ausrüstungsgegenstände. Lässt noch alles zum Wünschen übrig. Allerdings ist das okay. Wird sich schon irgendwann bessern. So, die Lage ist fantastisch. Und wir haben die Jagdmission beendet. Ja. Kriegen schön Geld und noch ein Final-Elixier. Und sonst hast du noch was zu erlegen? Ich glaube nicht, ne? Doch, das da hier noch, ne? Das Schicksal des Grünschnabels. Grauhorn. Ah, da sind wir noch nicht gewappnet für. Aber, liebe Leute, das müssen wir jetzt auch nicht sein. Das können wir später mal machen. Was wir jetzt machen können, ist die Folge beenden. Denn das war's. Es war nicht wirklich viel Ereignisreiches hier gemacht. Bisschen gejagt, bisschen hier Zeug gemacht und so, ne? Aber das war's dennoch. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Unser Anzug sieht nicht mehr so ganz schön aus vom Steppensand. Aber gehen wir eine Wäsche. Gehen wir eine Reinigung. Bis zum nächsten Mal könnt ihr jetzt nochmal schön klicken, liken, sharen, kommentieren und sowas. Und wir sehen uns das nächste Mal direkt hier wieder an dieser Stelle. Und bis dahin könnt ihr nochmal ganz schön, ne, auf euch aufpassen auch vor allem. Und gesund bleiben. Das ist nämlich wichtig. Und ja, das war's. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Gabt euch wohl.